Hause. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht eine Viertelstunde aufgenommen. Ist ja noch gar nichts. Ist ja noch gar nichts. Aber da ich morgen wahrscheinlich auch wieder aufnehme, habe ich nicht so Stress mit der Aufnahme. Hey, warum wird die Erde nicht nass? Wird die nass? Ist die Erde nass? Ich weiß es nicht. Schaut die Erde. Die schaut nicht nass aus. Aber ich hoffe halt. Ich hoffe halt schon, dass das funktioniert so. Ich habe eigentlich gedacht, dass das so funktioniert. Hätte ich gedacht. Man kann sich auch irren. Aber ich hoffe mal nicht. So, 4 Weizen haben wir. Mit 4 Weizen machen wir 2 neue Kühe. Komm, du, nein. Du und du und du und hey. Trotzdem müssen jetzt Kühe dran glauben, denn ich habe Hunger. Hunger! Hunger! So, dann eine von denen noch. So. Und dann schmeißen wir, nehmen wir Gold raus und schmeißen das rein. Halbes Deck von dem da rein, halbes Deck da rein. Und die 11 heben wir uns auf für eventuelle Eventualitäten. Wir haben 6 Diamanten übrigens, was ich auch ganz geil finde. So. Machen wir die Musik ein bisschen lauter, weil ich höre sie eigentlich gar nicht. Ich weiß bis jetzt noch gar nicht, warum ich sie angemacht habe, wenn ich sie so leise drehe. So. Gut, gut, gut. Ich denke mal, dass das Steam-Download fertig ist, weil sich das ganze Framerate-Gedöns, das niedrige Framerate-Gedöns eingestellt hat. Was ich gut finde. Was ich natürlich gut finde. So, 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 so. Zum Nether gehen wir jetzt noch nicht. Dem wollte ich mal sagen, sonst eigentlich nichts dazu. Werde ich aber auch machen, ziemlich sicher. Also irgendwann im Laufe der Zeit. So, jetzt suche ich einen Höhleneingang. Einen, wenn möglich, noch nicht besonders benutzten. Farm. Hallo Skelett. Wir haben nur ein Schwert mit, wir haben aber Wood mit, dass wir eine Working Bench machen können. Die nehmen wir auf jeden Fall mit und jetzt will ich so quick saven. Soll ich F6 drücken für quick saven und dann runtergehen? Ach, wie dämlich ich bin. Aber erstmal die Kohle. Episch, einfach episch. Jo, Quicksaven bringt natürlich jetzt gerade nichts, beziehungsweise geht natürlich in Minecraft nicht, wenn ich vorher direkt verrecke. Ist ein bisschen traurig, ist aber so. Ach, ich bin ein Idiot, ja, das Eisen und so. Gut, merken, wo der Höhleneingang ist, an dem ich jetzt rausgekrochen komme. So, da gehen wir gleich mal rein dann. Kann nichts sprinten. Aber erstmal holen wir uns jetzt das Futter ab. Und das ziehen wir uns rein. Einmal, zweimal, so. Ganz elegant, das nehmen wir auch mit, das brauchen wir. Ja, ich habe ein neues Schwert machen können, aber nein, ich mache jetzt kein neues Schwert. Jetzt geht's in die Höhle runter. Diese. Zack, zack, zack. Skelett ist anscheinend abgehauen, hat uns gesehen, hat Angst bekommen. Gut, das ist alles Skeletzer. Ich würde auch Angst bekommen, wenn ich mich sehen will. So, wieder ein neuer Beginn in eine Höhle zu gehen. Also neuer Höhlengang. Neue Chance, sich zu verlaufen. Wie geht das eigentlich euch so?
verläuft ihr euch in Höhlen ständig, so wie ich normalerweise. Ist mir jetzt in diesem Let's Play ja noch zum Glück nicht passiert. Aber in den meisten Höhlen, also meistens wenn ich so spiele, habe ich früher viel Minecraft alleine gespielt, also nicht Let's Played, bevor ich es begonnen habe. Meistens verlaufe ich mich komplett in Höhlen. Ich meine, der ist jetzt nicht so schwer wieder rauszufinden, muss ich schon gestehen. Aber meistens verrenne ich mich in Höhlen komplett. Dann stehe ich irgendwie unten und suche verzweifelt nach einem Ausgang, komme dann irgendwo wieder raus und finde meine Heimat nie wieder, so quasi. Ist mir schon oft passiert. Und wie geht das euch? Würde mich interessieren. Weil da unten sind ja schon ziemlich großartig, scheiße, es funktioniert nicht, ne? Großartig verzweigte Höhlen. Wie machen wir das? Großartig verzweigte Höhlen manchmal. Da ist es, ja, schon oft schwierig rauszukommen, ne? Wenn man sich mal verläuft. So. Ganz vorläufig. So, stehende Wasser, wunderschön. Da ist schon nass. Jetzt wird's nass. Okay, gut. Das war ein Fail von mir, das funktioniert anscheinend nicht. Gut, und dann nach vorne haben wir jetzt einen Höhleneingang gesehen oder so, ne? Wenn ich mich richtig erinnere an die letzten 20 Minuten, die ich gespielt habe, nicht mal. Playlist oder so machen, die da ein bisschen mehr die Stimmung unterstützt. So, gut, zack, wieder Kohle. Gut, der Höhleneingang war jetzt nicht wirklich ein Höhleneingang, sondern mehr so ein Mini-Ding. Aber ich sehe mal hier weiter. Ich habe noch fast nichts an Gravel zu Hause, soweit ich weiß. Weshalb ich da mal ein bisschen mitnehme. Ich brauche es zwar nicht für irgendwas Bestimmtes, aber doch. Ich nehme es halt für wahrscheinlich den Weg her, das Gravel selber. Und das, die Flints kann man ja auch brauchen. Ganz gut. Deshalb nehme ich mal ein bisschen was mit. Vielleicht ein Stack oder so, ich weiß gar nicht. Müsste mal schauen, wie viel ich jetzt dabei habe. 54, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, weil einmal das Ding rausgekommen. Flint, so, mal wieder ein Stack dabei. Das soll ja mal gut sein. So, das ist wieder so viel Kohle. Kohle! Wie klar. Setz es gleich an die Kohle ran, wäre nicht so, dass du die abbauen willst, Junge. Zum Glück haben wir genug Picks mit. Iron Picks.
Weil? Ja. Weil ja, ne? Weil das Ganze ja eher wichtig. So. Und dann geht's raus. Okay. Hier ist wieder Kohle. Ich glaube, ich lasse dann mal so, falls ich sterbe, dass nicht das ganze, die ganze Kohle schon abgebaut ist. Und das Eisen da auch. So. Aber ein bisschen hier unten baue ich schon wieder ab. Ne? Und weil das merke ich mir, da oben ist so eine Rille, da kann man ganz gut Kohle rausholen. So, das wird abgeklemmt. Und das Beste ist, das nächste Mal nehme ich es mit dem 4. Jo. Da ist er. Was ist da dahinter? Lava, Lava und nochmals Lava. Und das Geräusch eines Slimes wieder. Ich hasse Slime-Geräusche mittlerweile. Weil ich ja mal bei einem Let's Play, das jetzt nicht mehr auf dem Kanal ist, das ist mein altes, erstes Minecraft-Let's Play, das noch ziemlich schlecht war, da bin ich ja mal ewig lang einem Slime nachgelaufen. Okay, aufgrund dessen, dass es so dunkel ist, jetzt nehme ich mal stark an, dass draußen regnet. Weil wenn es regnet, dann ist es so mit dem Licht. Okay, wir gehen der, wow, wir gehen der Lava ein bisschen nach. Lava ist so scheiße zäh. Bringt ja nie ab quasi. Ich weiß gar nicht, ob Lava übt von alleine wegrennt. Egal, also verschwindet. Auf jeden Fall ist die ganz schön weit nach unten geflossen. So. Lava ein bisschen töten, ne? Ach, wie ich doch diesen das Wasser mag eigentlich. Das ist so cool. Wenn mich Lava nervt, einfach mal Wasser hingesetzt. Es zischt ein paar Mal und die ganze Lava ist weg. So. Verschwindet die? Oder bleibt die da in der Luft? So. Sehe ich mal hier nach drüben. Also übrigens, da ist auch kein Stehende da. Aber irgendwie alles Überlebende da. So. Jetzt müssen wir natürlich mit Fackeln arbeiten, weil die Lava kein Licht mehr macht. Aber das soll auch nicht tun sein. So, das ist Lied. Schalten wir entweder leiser oder aus. Oder beides. Spur leiser und dann aus. So. Dann sehen wir. Ach, da geht's wieder tief nach unten. Mhm. Mhm. Pilze. Können wir ja mal mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Wir haben ja noch Platz im Inventar momentan. So. Unten ist ein Skelettchen. Au.